Wir verlesen jetzt abwechselnd Stellungnahme von Betroffenen, die diese Stellungnahmen uns zukommen haben lassen. Von einer betroffenen Klientin. Vor wenigen Jahren machte ich eine der schlimmsten Krisen meines Lebens durch. Ich, eine junge Frau Mitte 20, lebte in einer Notschlafstelle für Menschen ohne Obdach in Graz-Eckenberg. Nicht nur hatte ich zuvor ein Elternteil verloren, ich litt auch extrem unter dem Hören von Stimmen und Sehen von Visionen, die mich sehr erschreckten und zutiefst traurig machten. Meine gesamten Angehörigen, auch meine Mutter, zu der ich stets ein gutes Verhältnis gehabt hatte, wandten sich von mir ab. Ich hatte niemanden mehr. Über Vermittlung durch die Leitung der Notschlafstelle kam ich zur Non-Profit-Organisation Alpha Nova, die für mich ein Zimmer in einer Wohnung in Graz bereithielt. Langsam, durch längere Krankenhausaufenthalte, aber auch durch die große Unterstützung von Alpha Nova, schaffte ich es, mich aus meiner Dunkelheit zu befreien. Nach circa 3 Jahren zog ich allein in eine Wohnung. Seither nehme ich nur noch die sogenannte mobile sozialpsychiatrische Betreuung in Anspruch, zu welcher ich meist ins Alpha Nova Büro nach Graz fahre. 2 Psychologinnen und ich, wir arbeiteten gemeinsam an meinen Zielen, Projekten, wie dem Finden einer Arbeitsstelle. Die Beziehung zu meiner Mutter ist wieder sehr gut, jene zu meinen Verwandten nicht. Und das macht mich sehr betroffen. Da ich mit der Organisation meines Alltags sehr gut zurechtkomme, ist es vor allem die seelische, moralische Unterstützung, die mir die Alpha Nova Betreuerinnen bieten und über die ich sehr, sehr froh bin. Sie waren und sie sind da, als es niemand mehr für mich war, vorurteilsfrei und wertschätzend. Dafür danke ich meinen Betreuerinnen und der Organisation Alpha Nova von ganzem Herzen.